Wir sind wieder mal bei den Sims 4. Und ihr seht vielleicht, ich bin nicht auf der Karte, wo wir normalerweise spielen. Na, wir spielen ja normalerweise immer den lieben Marvin und seine Familie, also auch die Mutter, die Miri. Aber heute bin ich wieder auf Mount Komorebi. Ach, wie habe ich mich denn dahin verirrt? Naja, ganz einfach. Ich habe ja hier hinten das Center der Meditation so wunderschön gebaut. Und da habe ich ja letztens schon gesagt, ich würde gerne, wirklich ganz gerne, unter Umständen noch ein zweites Haus bauen, so ein Restaurant. Ja, also die Idee, die mir vorschwebt, ist ein kleines Teehaus. Und ich weiß, wir stehen in Wirklichkeit hier gerade, also die Folge wird ja, also das Ganze wird ja auch bei YouTube erscheinen, aber ich strahle das hier auch bei Twitch aus. Wir machen ja hier mal Live-Streams, ne? Und deswegen, es ist kurz vor Weihnachten. Im letzten Stream hatten wir Weihnachten schon gefeiert bei den Sims. Ich könnte jetzt im Prinzip Silvester feiern. Klar. Ne? Silvester ist, glaube ich, irgendwie ein paar Tage später. Wir müssten noch so irgendwie 2-3 Tage, vielleicht auch eine Woche bei den Sims hinter uns bringen, dann bei Silvester. Aber ganz ehrlich, ich würde ganz gerne mit dem Bauen beginnen. Und deswegen habe ich hier schon was vorbereitet. Ich habe nämlich ein Haus umziehen lassen. Ne? Also dieses Haus hier unten, das Hanam Migawa 641 Haus, das steht normalerweise hier. Und hier möchte ich, wie gesagt, dieses, ich nenne es mal Teehaus hinstellen. Ich weiß noch nicht, wie es sein wird, wenn wir es bauen, was dabei rauskommt. Ich habe zwar schon mal ein Restaurant irgendwo gebaut, es war ja auch schon mal in einem der Streams drin, aber ich schaue mal, ob ich hier sozusagen was Vernünftiges hinzaubern kann. Deswegen gehen wir mal auf den Baumodus. Und gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ne? Also ich habe das Grundstück hier schon mal vollkommen geplättet, wie man sieht. Also ich habe es hier oben gelöscht und planiert. Ich habe es jetzt nochmal gemacht, ne? Aber ihr seht, was ich gemacht habe. Deswegen, wir haben ein vollkommen freies Grundstück. Und das wird jetzt eine... Okay, jetzt müssen wir mal überlegen... Wahrscheinlich wird es ja ein Café. Okay, Moment. Es soll ein Teehaus werden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das als Restaurant mache. Wahrscheinlich als Restaurant ist es am sinnvollsten. Weil, okay, ich gehe mal durch, was möglich wäre. Es wäre die Bar möglich. Die Bar ist ein toller Ort, um am Ende des Tages runterzukommen und ein paar Freunde zu treffen oder neu kennenzulernen. Klingt zwar nett, braucht aber eine Bar, Barhocker, Esszimmertische. Ist nicht das, was ich haben will. Ich will ja sozusagen kleine, gemütliche Ecken bauen. Und Bar ist wirklich, hier ist deine Bar, da setzt du dich hin und trinkst ein bisschen was. Das ist mit dem Kaffee ebenfalls so, wenn ich mich recht erinnere. Mal gucken. Das Kaffee ist der ideale Ort für angenehme Gespräche, fachkundige, zubereitete Kaffee und unwiderstehliche Leckereien. Also setz dich und genieße die angenehmen Seiten des Lebens. Auch eine nette Idee. Mache ich aber auch nicht, weil das ist wirklich Kaffee im Sinne von Kaffee to go. Ne? So ein bisschen, hier hast du deinen Becher, den nimmst du und gehst du. Das ist nicht das, was ich hier machen möchte, hier, wie gesagt. Ach, guck mal, man kann übrigens auch Foxbury Gemeinschaftsräume bauen. Wusste ich noch gar nicht. Okay, aber eine Lounge ist es auch nicht, weil da soll man singen. Mich interessiert es nun mal. Ja, Mikrofon und Musikinstrumente. Ich wollte gerade sagen, was brauchen wir denn in der Lounge? Aber gut. So, also. Nachtclub ist es ebenfalls nicht. Restaurant. Das Restaurant ist hervorragend geeignet, um einen Happen zu essen und was zu trinken. Wie gesagt, ich will das im Prinzip als Restaurant machen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir brauchen Waschbecken, wir brauchen eine Toilette. Klar. Küchenprofi-Station. Okay. Gastronomiebereich. Ja. Kellnerstation. Okay. Und ein Empfang. Kriege ich hin. Das ist noch nicht so umfangreich, wenn ihr mich fragt. Das sollten wir hinkriegen, aber... wir bleiben im Asiatischen.
Okay, modernes Stelzenfundament. Jetzt mal kurz gucken, wie das hier funktioniert. Hier ist der Eingang. Also es soll ein kleines Restaurant werden. Das ist auch Absicht, dass wir das nicht zu groß machen. Deswegen auch dieser kleine Ort hier. So. Kurz gucken. Ach nee. Das ist es nicht. Ich wollte eigentlich gucken, ob man das ein bisschen hochsetzen kann. Könnte man. Dann hat man immer so eine kleine Stufe, die man reinlaufen soll. Ich glaube, das machen wir nicht. Ich möchte es also auf dem Boden haben. Und deswegen, ich ziehe erstmal einfach ganz grob ein riesiges Gebäude rein, ja. Das wird gleich noch kleiner, ja. Also nur mal so, das wird gleich kleiner. Und damit wir das auch irgendwie richtig schön machen, möchte ich mal ganz kurz gucken. Aha. Ich will erstmal nur Licht drin haben, ne. Also, damit ihr wisst, was wir hier machen. Wir machen sozusagen die rudimentäre Fassung von ich will einen Raum haben, in den wir erstmal alles stellen können. Deswegen noch kein Eingang, nichts. Das wird alles gleich noch überarbeitet. Aber die Idee ist halt dahinter, wir brauchen erstmal sowas wie einen groben Umriss und nachher werden die Wände kleiner gemacht, die Fenster richtig gepackt und dann passt das. Und genauso sieht es auch mit der Beleuchtung aus. Ich packe erstmal Deckenlichter oben rein. Ah, falsch. Werden nachher noch rausgenommen. Ist wie gesagt erstmal die Idee, wir haben einen Raum. So, mit dem können wir nämlich jetzt arbeiten. Dieser Raum braucht eine Tür. So. Das ist schon mal eins. Gut, also, kommen wir mal zu dem, was denn überhaupt möglich wäre. Jetzt wird's interessant. Haben die nicht die Möglichkeit, sich auf den Boden mittlerweile zu setzen? Haben sie. Okay. Gemütlicher Kotasu-Tisch. Vier Plätze. Wenn der Winterwind eisig ist, sind Wärme und Freundschaft mit diesem Kotasu-Tisch für vier Personen in greifbarer Nähe. Dank köstlicher Speisen und gemeinsamer Erinnerung wird es dir garantiert warm ums Herz werden, wenn du dich wundern. Du wirst dich wundern, wie warm und gemütlich das wird. Okay. Und das Ding gibt's auch nochmal in groß. Okay. Gut, das gibt's auch nochmal in groß. Das passt. Moment mal bitte. Ich habe mal ganz kurz das Licht angemacht, damit ich auch hier noch was sehe im Raum. Und ihr mich dann auch noch ein bisschen besser seht. Okay, also die Dinger gehen. Ich weiß nicht, ob die als Tische durchgehen in einem Restaurant. Das wäre das Problem.
oder das, was ich testen wollen würde. Ja, also im Prinzip würde ich sagen, wir nehmen diese Dinger als Esstische. Guck mal ganz kurz. Können wir auch ein bisschen einfärben dann. Das geht, das würde funktionieren. Das ist die Idee dahinter. Und dann würde ich sagen, wir machen Folgendes. Wir machen einen Eingangsbereich hier unten. Also diese Dinger werden jetzt erstmal wieder von mir entfernt. Wir machen hier unten einen Eingangsbereich und schicken die Leute mehr oder minder nach oben. Also, eine Treppe. Eine stilistisch hübsche Treppe. Müssen wir bloß gucken. Die Leute kommen hier so rein. Die Treppe ist nicht in der Mitte, ne? Nö. Die Treppe hüpft genau nach links und rechts um eins zu weit. Na gut, wenn das so ist, dann gibt es eine ganz große Treppe. Dann würde ich sie aber noch um eins nach hinten schieben. Dann sollen die hier so reinkommen, ne? Und dann würde ich vorschlagen, also es ist erstmal eine Idee an der Seite, ich komm, bin ich gerade, ach doch, ich wollte gerade sagen, geht das nicht, doch geht, ah, verwirrt. So, vielleicht wird die Treppe noch ein bisschen anders. Wir müssen mal gucken, können wir die irgendwie... Okay, da geht er nur rum. Das wollen wir eigentlich nicht. Was ist mit dem? Das ist die Breite. Das ist auch okay. Kopieren brauchen wir nicht. Und drehen momentan auch nicht. Sie ist mir ein bisschen zu breit, gebe ich zu. Sie ist mir eigentlich um eins zu breit, ne? Also ich würde sie gerne so lassen. Aber dann haben wir hier dieses Mittige nicht, da wir hier vorgegeben haben, wo die Tür sein soll. Kriegen wir die Mitte nicht hin, weil die hüpft leider, wie gesagt, wenn man sich das so ansieht. Und ich muss so kurz mal einen Stecker noch ziehen. Die hüpft sozusagen von... Ah, hier sieht man es. Nach da, nach dort. Also nicht in die Mitte. Das ist in gewisser Weise doof. Deswegen können wir im Prinzip, wir bauen erstmal mit einer großen Treppe. Ne? Also wir haben ganz viel Platz. Die Leute kommen erstmal rein. So, so ist die Idee dahinter. Wahrscheinlich mache ich dann sogar, muss ich mal gucken, 1, 2, 3, 4 und dann bei der 5 geht da hinten das Ding los. Ich würde gerne hier als Boden, Sand. So, wenn die Leute reinkommen, ich muss mal ganz kurz gucken. Ist halt, wie gesagt, alles erstmal so ein bisschen testen. Es wird alles dann noch schöner, denn das Ding ist zu breit. Das, was wir hier bauen, ist, glaube ich, momentan ein wenig zu breit. Aber... muss ich mal ganz kurz die Einschränkung rausnehmen... Muss kurz gucken, vielleicht bin ich auch in der falschen Kategorie. Ich gehe mal über das Ding, weil hier haben wir einen Springbrunnen, glaube ich. Ich suche einen Springbrunnen. Schönen Springbrunnen, den ich jetzt hier irgendwo als Deko hinstellen könnte. Ach, das Ding habe ich mir, glaube ich, schon mal angeguckt. Oh, das ist natürlich auch schick. Ist ein bisschen groß gerade. Ist diese Wasserfallreihe, ne? Ah, hier. Die Dinger sind natürlich auch cool. Könnte man hier auch ohne Probleme an die Seite ranpacken. Die Wände sind zu flach. Das ist mir schon klar. Aber trotzdem, das wäre so eine Idee gerade meinerseits. Aber endlich wollte ich einen kleinen Springbrunnen. Springer, großer Wasserspender... Aha.
Auch nicht schlecht, aber das ist leider nicht das, was ich brauche. Wasserspender. Springender Wolf, Gemälde, verschiedene Geräte, Tischlampen, Poolobjekte. Hör mal. Ich weiß, dass es sowas gibt. Habe ich doch schon mal hingestellt irgendwo. Ach ja. Es gibt einen Sack voll Geld. Okay, den nehmen wir auch, aber nicht hier. Natürlich könnten wir auch Star Wars mäßig einrichten, aber nein. Damit ich es nicht vergesse, vielleicht als Willkommensobjekt vorne dran. So, aber das, was ich suche. Wo ist es? Baby Yoda ist auch nicht schlecht. Das Ding hier ist übrigens auch sehr gut. Das habe ich ja bei mir im Dings. Also hier haben wir schon mal einen. Ein Vogelbad. Schon mal in die richtige Richtung gehend. Hier ist er. Ah, genau. Genau. So, Vogelbad kommt raus. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie groß sind denn die Teile? Die sind größer, als ich gedacht hätte. 1, 2, 1, 2 und dann ist hier hinten Ende. Das könnte doch passen. Okay, also kleiner machen können wir ihn nicht, weil dann die Fontäne nicht stimmt. Okay. Das ist aber auch... Okay, das ist ein netter Fehler in gewisser Weise. So. Jetzt ist bloß die Frage, wenn man die so ein bisschen reinstellt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das wäre jetzt in der Mitte. Mehr oder weniger, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das wäre genau in der Mitte zum Reinkommen. Jetzt die Frage, dahin stellen oder sozusagen alles ein bisschen dichter zum Eingang, weil es ist ja wirklich nur der Eingang, dass man sozusagen sagt, okay, pass mal auf, ich komme da rein und laufe dann dran vorbei. Wie viel Platz haben wir nach hinten? Haben wir 2, hier hätten wir ein bisschen mehr. Wir machen das mal symmetrisch. 2, 2, 2. Alles gut. Dann würde es ja auch passen. Wie gesagt, die Fenster kommen nachher nochmal raus. Die sind sozusagen nur, damit ich gerade hier ein bisschen Licht habe und die Fenster auch nachher nicht vergesse. Dann würde es ja passen, wenn wir es doch um 1 wieder zurückschieben. Dann ist das hier vorne nicht ganz so gedrängelt. Das sind 3. Habe ich das jetzt aus Versehen um 2 geschoben? Ja, das war um 2 geschoben, glaube ich, ne? Gucken wir mal. Ja, das war um 2 geschoben. Gut, dann machen wir es so. Weil dann könnte ich hier hinten genau. So, das ist das Foyer. Damit man es versteht. Hier vorne kommt sozusagen ein Foyer rein. Nur als Eingangshalle. Ich weiß noch nicht, ob es hier dann Durchgangstüren geben wird. Vielleicht. Dass wir dann hier sozusagen irgendwie die Sache vorzeitig doch beenden. Dann schieben wir die Sache vielleicht ein bisschen nach vorne, damit die Leute hier nach rumgehen können oder sowas. Das weiß ich, wie gesagt, noch nicht so richtig. Es geht mir praktisch darum, dass wenn die Sims reinkommen, die Möglichkeit haben, nach oben zu gehen. Oben wird dann praktisch der Essraum werden. Wir werden dann hier oben das Willkommensheißen machen, dann hier die Tische bauen und hier oben praktisch dann die Möglichkeit haben, essen gehen zu können. Und hier unten machen wir das dann ganz elegant. Hier kommen die eben rein. Und ich lasse es mal in der Breite. Und hier hinten machen wir vielleicht, bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie ich es mache, aber vielleicht kommt hier hinten noch irgendeine Art von kleiner Bar oder zweiten Essraum oder sowas.
dass wir hier wieder, falsch rum, dass wir hier sozusagen eine kleine Treppe wieder nach unten bauen oder sowas. Die würde ich jetzt sogar einfach nur, damit sie schon mal da ist, kurz mal reinpacken. Ne? Also damit ihr versteht, ich meine dann sozusagen, okay, dann kommen die hier unter Umständen wieder runter, so ein bisschen im Kreis laufen. Ich weiß noch nicht, ob wir die Treppe jetzt lassen oder nicht. Es kann auch sein, dass die Treppe nachher wieder weggenommen wird. Außerdem glaube ich, die wäre falsch rum. Wir müssten sie wahrscheinlich so rumbauen, damit die dann hier unten runterlaufen können. Genau. So, es soll sich mehr oder minder alles im Obergeschoss stattfinden. Hier unten ist sozusagen nur der Eingangsbereich. Und ob ich jetzt hier unten noch einen Wintergarten baue oder so weiter, das weiß ich noch nicht. Das ist sozusagen noch in der Schwebe. Es ist sozusagen erstmal ein Rohbau. Und dieser Rohbau, der sieht natürlich gerade nicht so aus, wie ich ihn haben will. So. Das bedeutet, jetzt kommen die Fenster. Die richtigen Fenster. Und zwar würde ich hier unten gerne sowas wie einen riesigen Glaspalast haben. Hab doch welche mit ohne Rand, oder? Mit ohne Rand. Ach, ja. Mit ohne Schnur. Ehrlich. Aber praktisch durchsichtige Wände. Das ist es nicht. Guck mal. So mit ein bisschen. Mit ein bisschen Rahmen erstmal. Kann ich den eigentlich. Ich meine, die packe ich jetzt gerade hier so wunderschön hin, aber kann ich die einfärben? Okay, also zur Not, wenn die Farbe nachher nicht stimmt, kommt da eine neue Farbe ran. Aber hier kommt sozusagen der ganz große Kasten. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob wir die Größe lassen. Es kann auch sein, dass das Ding ein bisschen kleiner wird und dann kompakter wird. Also dass wir hier hinten, ich finde es nämlich ein bisschen groß gerade. Ja, vielleicht. Vielleicht, weil dann würde es passen, dass wir nämlich hier das Haus verschieben. Ja. So. Vielleicht. Ne? Also dann kommen die besser rein. Oder so. Na, ist glaube ich eins zu weit verschoben. Nochmal gucken. So war's. Schieben wir es mal so. Jetzt haben sie hier einen größeren Eingang. Ich lasse es mal erstmal hin. Der Eingangsbereich ist, wie gesagt, hier, da läuft man ja ein bisschen weiter rein. So, mir gefallen hier die Wände nicht hundertprozentig. Kann ich... Dann gehen natürlich hier die Geländer mehr oder minder weg.
Aber dann kommt man hier halt so schick rein. Wobei, es gibt doch auch die Möglichkeit. Mal gucken, wann es schön aussieht. Es klingt ein bisschen komisch, aber wir schauen mal vielleicht. So. Hallo? Aha. Jetzt muss ich mal ein bisschen was wegnehmen, damit ich noch eine Optik habe. Moment. Ich sag ja, mal gucken, wann es schön aussieht. Muss ja nicht immer gerade sein, ne? So, das wäre die eine Variante. Und hier baue ich jetzt mal wirklich die Variante einfach mal schief, damit ich mal sehe, wie das aussieht. Aber das hier ist so ein bisschen angehaucht gerade. Okay, wir kommen nur dort an, wir kommen nicht anders an. Gefällt mir diese Variante ja eigentlich besser, ne? Das ist wegen dem Geländer doof. Wenn man das so baut, ist das wegen dem... No. Ja, weil das Geländer dann verschwindet. Gut, man könnte es auch so ein bisschen schief bauen. Aber pragmatisch ist das natürlich auch nicht. Selbst wenn ich es jetzt so schief baue, kriege ich hier hinten keine gute Sitzecke rein. Ne? Das ist halt das Problem, weil man braucht ja im Prinzip immer Platz. Also wäre das auch nicht so optimal. Wir könnten noch als Test, wartet mal, Test. Das geht. Ja, dann hat man hier wieder eine Dings. Wenn man das so baut, sieht zwar stylisch sehr nett aus, aber Problem ist, na gut, man kriegt eine nette kleine Ecke hin. Ich glaube, ich baue das mal so. So, wie habe ich denn das jetzt gebaut? Das muss ich jetzt kopieren. Also zwei da lang, ein schräg, eins Dings und dann ein schräg. Ja. Huch, nein. Achso, weil der Boden ist noch gar nicht gefärbt. Der Boden wird noch gefärbt, keine Sorge. Okay, aber das wäre die Idee, weil dann ist die Treppe nämlich auch frei. Das ist mein Problem gewesen, wenn ich da die Wände reinpacke, sieht es so eingeengt aus, ne? Und so sieht es halbwegs frei aus und können wir, glaube ich, lassen. Also in der Art. Ja. Okay. So. Hier vorne haben wir jetzt theoretisch ein Fenster. Passt da noch ein schmales rein? Ja. Nicht ganz die Farbe. Welches habe ich denn hier genommen? Es werde Licht. Es ist einfach ein Standardfenster.
Ah. Ja, auch cool. Da ändert sich die Farbe des Fensters. Aber das ändert nichts daran. Das ist das falsche Fenster. Hier, es wäre Licht. Ah. Geht doch. So. Genau. So, das ist der Innenraum hier. Wir sehen, das Programm ist gut. Es stellt fest, es darf nicht übermalen. Finde ich gut. So, eventuell, aber das weiß ich wie gesagt nicht, kommen hier noch Türen rein. Eigentlich nicht. Wir können da schon eine Tür reinbauen. Was welche? Hatten wir nicht irgendwo eine schicke Glastür? Nee, das ist sie nicht. Ah, hier, Glastür. Glastür, genau. Ist kleiner. Oh, guck mal, in die Schiefe können wir die Türen bauen. Würde ich aber nicht machen wollen. Ich würde sie in die Geraden bauen. Und in die Schiefen lieber Fenster. Ja, Mensch. Na? Kurz gucken. Okay, die Treppe schwebt immer. Ich baue erstmal. Wenn es zu viel ist, nehmen wir es nachher wieder weg. Aber wir machen erstmal hier so ein Glaspalast. Ne? So. Eventuell packen wir doch die Türen hier rein. Test. Testen. Ah, ist besser. Doch, ich habe mich umentschieden. Die Türen kommen hoch. Will ich hier rein, weil können hier besser reinlaufen. Ist so meine Idee. Und da hatten wir ja auch, wir hatten das ja schon schick gemacht. Lass mal gucken, ob wir das hier elegant hinkriegen. Zack. Wir brauchen einen Kniff. Kleinen Kniff am Rande. Huch. Falsch lang. Falsch Maserung. Okay. Und schon nimmt es Formen an. Bin hin wie weg. So, die Türen. Moment, so richtig glücklich bin ich mit denen noch nicht. Was ist das für eine Tür? Ein besser. Ich packe die hier erstmal kurz rein. Das Problem ist, die sind nämlich in der falschen Farbe, ne? Gut, Wände. Wir wollen ja im Asiatischen bleiben. Das habe ich ja gesagt. Deswegen asiatisch wird es so ein bisschen. Wir werden viel auf das Ab-in-Schnee-Paradies
Gepäck gehen, wenn es geht. Deswegen muss es halt auch optisch dann auch irgendwo passen. So in der Richtung. Also hier ist eine Lampe, die sehe ich. Da ist eine Lampe. Die sehe ich auch. Hier haben wir eine. Hier haben wir eine. Wenn ihr eine seht, die ich jetzt übersehen habe, bitte mal Bescheid sagen. Aber ich hätte gesagt, da ist eine, da ist eine. Und die anderen zwei, die ich hatte, sind mittlerweile, glaube ich, verschwunden. Na gut. So, natürlich brauchen wir auch eine Farbe draußen. Das ist so das Erste, was sich mir so einfällt. Gut, hier hinten, das stimmt natürlich jetzt alles noch nicht. Auch mit der Farbe hier hinten stimmt noch nicht. Ja, also wir haben ja hier noch Farben. Okay. Da arbeiten wir noch dran. Ich mach mal erstmal überall hier dieses Holz, ne? Mit Glas. Hier hinten geht's weiter. Aber das ist erst so im zweiten Schritt, ne? Also das ist sozusagen jetzt hier erstmal Nummer 1. Mhm. Gut. Ich sehe gerade. Für Schneeparadies könnte man auch. Das hier nehmen. Das würde sogar passen. Wir wollten ja in dem Pack bleiben. Ja, dann machen wir das so. Ich bleibe mal in dem Pack und gucke mal, dass es irgendwie halbwegs funktioniert. So. Das lassen wir. Was aber hier vorne fehlt, im Eingangsbereich, ganz massiv, ist die Beleuchtung. So, sieht natürlich nach nichts aus, weil hier das alles so ein bisschen offen steht. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen die Sache ausschmücken. Jetzt kommen ein paar Lämpchen rein. Hier als Sand. Das geht nicht. Weil er nicht in der Mitte steht. Ah, Moment. Moment. Zack. Dann müssen wir ihn um eins verschieben. So.
Wenn ich den hier baue, steht er mir zu dicht. Ja. Nee, nee, das passt schon. So, das ist das. Dann, weiter geht's. Es nimmt Form an. Bleib ich bei. Es nimmt langsam Form an, auch wenn es bisher noch nicht wirklich was gebracht hat. Okay. So. Ah, schade, das geht gar nicht. Das wird auch nicht gehen, wenn ich da hinten das Fenster rausnehme. Mal ein Versuch. Ne. Dann bleibt das Fenster drin. Okay, was haben wir noch? Wir haben hier einen Schrein. Wir haben ja hier hinten Platz. Die Sims sollen nicht auf die Idee kommen, da lang zu laufen. Deswegen eine kleine Laterne am Rand. Fände ich eine super Idee. Gut, so, ein bisschen Licht haben wir. Oh, Moment. Ach, hier kann ich die Dinger anbringen. Ja, dann bauen wir sie doch dahin. Jo, okay. So. Hier vorne. Zweimal die Dinger. Dann hatten wir ein Banner oder sowas. Mal gucken. So dachte ich mir das. Ja, also mein Eingangsbereich, der ist schon gar nicht mal so schlecht, bis auf das unter der Treppe. Was? So sollte es nicht laufen. Moment! Das war gerade falsch. Da hat er mir nämlich die Dinger zu doll weggenommen. So. Das wäre so der Eingangsbereich, denke ich mir. Da kommen die Sims rein und dann können die halt sich überlegen, wo sie hingehen wollen. So, jetzt haben sie auch alle die richtige Farbe, hoffe ich. Gut. Oh, ich sehe übrigens gerade eine Streifung, die anders ist. Okay. Das ist ja nicht weiter schlimm. Dann wird die Ecke... Ich würde gerade sagen, die Ecke wird einfach ganz einfach gestrichen, aber nee, das ist nicht einfach. Wir verlieren unsere beiden Lampen. Tut mir leid. Das große Problem der Sims halt, ne? Da muss man ein bisschen rumfriemeln manchmal, damit es passt, aber es geht. So. So, zack. Genau. Okay, okay, okay. Also bisher... Es sieht, glaube ich, als Eingangsbereich ganz nett aus. Hier draußen fehlt natürlich dann ein Pflasterweg oder sowas. Den können wir gleich mal machen. Schauen wir mal. Fliesen sind's nicht. Metall, nö, Steine. Mir geht's erstmal darum, geht das überhaupt? Ja. Also, die Breite passt. Wir kommen vorne ohne Probleme an.
So, jetzt müssen wir nur schöne Steine finden. Die so ein bisschen passen. Fürs Schnee-Dings gibt es keine passenden. Wir müssen ja zum Bürgersteig so ein bisschen gleiche Farbe reinkriegen. Wobei es nicht zu dunkel sein sollte. Passt. Boah, es passt doch. Huch. Übrigens, hier fehlt mir ein Fenster. Was ist mit dem Fenster los? Warum ist da kein Fenster? Was verdeckt ihn denn da? Kann kein anderes Objekt überschneiden. Welches Objekt meinst du? Bin mal so frech, nehme mal kurz die Wand weg. Ich will's gar nicht wissen, was da passiert ist. Aber irgendwas blockierte ihn gerade. Ich nehme es so hin. Gut, so, dann haben wir unser Foyer so ein bisschen drin. Sieht aber ganz gut aus. Es kann sein, dass diese Lampen hier übrigens überflüssig sind. Ich schreibe mal kurz auf Nacht. Oh ne. Die sind doch nicht überflüssig. Ich lasse sie drin. Gut. So. Also, das ist der Eingangsbereich unseres kleinen Restaurants. Jo. Gut. So. Das wäre der Bereich. Hier kommen sie rein. Hier fehlt natürlich noch ein netter kleiner Busch oder sowas. Also kurz so ein bisschen Deko fehlt natürlich noch. Oh. Bisschen Deko. Ich kann nicht anders. Ich muss mal gucken, dass der Baum nicht aus Versehen ins Haus reinragt. Aber scheint er nicht zu tun. Ja, ne? Dann hat man so den Eindruck, okay, man kommt hierher, das ist gemütlich, das ist schön, das sieht nett aus. Vorne am Eingang würde ich sagen, sind nicht die, die ich haben will. So, die Bank zum gemütlich setzen. Das ist eigentlich sowas wie kleine Pfosten. Fällt mir gerade auf und ein. Irgendwas, was wirklich viereckig ist. Nee, es läuft wenn über Oberfläche. Das passt nicht auf. Das ist. Es gibt's doch. Moment. Hab doch mal so einen Würfel gesehen. Der ist es nicht.
Der Würfel ist eigentlich falsch rum. Jetzt stehen die hier falsch rum, aber gut. So, könnt ihr einen netten Braun werden? Passend zur Eingangstür. Ja, so in der Art. Gut, das wäre das. Jo. Gut, dann kommen wir zur Etage 2. Erstmal, bevor ich dann sozusagen unten weitermache, bauen wir jetzt oben weiter. Und zwar kommen wir jetzt zu dem Wichtigen.